Hello there und willkommen zu diesem Video. Ihr erinnert euch vielleicht, das letzte Mal, als ihr hier meine Fratze gesehen habt, habe ich ein Video gemacht zu einem Turnier. Und dieses Turnier hat doch wieder stattgefunden am letzten Samstag. Das Turnier ist vom lieben 1049.de. Falls ihr den nicht kennt, dann habt ihr wohl mein letztes Video nicht gesehen zum Turnier und solltet das ganze Ding nachholen. Nein, Spaß, müsst ihr natürlich nicht. Wenn ihr wollt, ich wäre euch sehr dankbar. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass der liebe 1049 jeden Monat ein Turnier veranstaltet. Daran haben wir beim letzten Mal auch schon teilgenommen. Und das haben wir dieses Mal wieder getan. Man kann schon mal sagen, das letzte Turnier lief auf jeden Fall in Ordnung für uns. Also, Spoilerwarnung, falls ihr das Video nicht gesehen habt und es noch anschauen möchtet, dass ihr jetzt Bescheid wisst, weil ich werde jetzt spoilern, wie das geendet ist. So, habt ihr abgeschaltet? Gut. Wir hatten beim letzten Mal 98 Punkte. Und mit 98 Punkten wurden wir 10. von 30 Teams, womit ich auf jeden Fall sehr zufrieden bin. Dieses Turnier aber wollten wir es aber etwas höher treiben. 98 Punkte waren auf jeden Fall gut. So, wir waren auf jeden Fall in den Top 10. Das ist schon nice. Aber ich wollte schon mehr. Ja, eigentlich wollte ich schon die 100 Punkte knacken. Deswegen haben wir uns dieses Turnier nochmal ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und vielleicht haben wir es auch geschafft. Vielleicht auch nicht. Deswegen seid ihr jetzt hier, um das herauszufinden. Bevor ich euch das aber herausfinden lasse, erkläre ich euch erstmal nochmal, wie das Turnier funktioniert. Und zwar, es ist ziemlich simpel. Pro Kill gibt es 2 Punkte. Und pro Bounties gibt es nochmal Punkte. Da wird aber jetzt unterschieden. Bei einem Single Boss gibt es pro Bounty 7 Punkte und bei einem Doppelboss gibt es pro Bounty 5 Punkte. Bedeutet, bei einem Doppelboss könnt ihr euch 20 Punkte holen nur durch die Bounties und bei einem Single Boss könnt ihr euch nur durch die Bounties 14 Punkte holen. Das war es eigentlich auch schon mit den Regeln fürs Turnier. Kommen wir nun zum Hauptloadout, das ich in diesem Turnier gespielt habe. Wie eigentlich auch im letzten Turnier, bloß in diesem Turnier nochmal sehr verstärkter. Ich glaube, im letzten Turnier habe ich mehr rumgewechselt. Aber es gibt ein Loadout, das ich für mich gefunden habe, das für mich einfach sehr gut funktioniert, weswegen ich auch das in einer Turniersituation sehr gerne spiele. Und das ist die große Spectre mit Flechette-Munition. Ich glaube, ich habe es fast, also in den Videos, die ihr sehen werdet, ist es, glaube ich, fast nur mit dem Bajonett. Oder nur mit dem Bajonett. Das sind, glaube ich, 10 Damage-Unterschied. Also ich dachte mir, ich nehme das Bajonett mit. Ist auch ein schönes Skin, den ich dafür habe. Zusammen mit einer Mosin Obris. Kann auch eine Uppercut sein, aber ich glaube, in den Clips, die ihr sehen werdet, ist es immer nur Obris, weil alle meine Hunter immer Quartermaster hatten und ich an sich ein großer Fan von Obris bin. Ich spiele Mosin sehr ungern, aber wenn, mag ich die Obris. Ich weiß nicht wieso. Ich komme mit Miss Way ganz gut klar. Manchmal. Genau. Das wollte ich euch nur sagen, dass ihr auch Bescheid wisst, welches Loadout ihr hauptsächlich sehen wird und könnt ihr auch mal ausprobieren. Vielleicht mache ich auch mal ein Video nur zu diesem Loadout, weil ich glaube, ich würde es als eins meiner Lieblingsloadouts bezeichnen. Kommen wir nun zum Teamnamen. Wir haben unseren Teamnamen geändert. Im letzten Turnier hießen wir Big Boys Ballen. Nun haben wir uns die Rückhandschellen genannt. Versteht ihr? Die Rückhandschellen. Halt die Fresse! Sorry. Das haben wir uns aber nicht einfach so ausgedacht, denn ist das irgendwie ein Running Gag in dem Turnier, dass sich sehr viele Teams mit irgendwelchen Wortspielen von Hand benennen. Also auch sehr viele mit dem Wort Hand, so wie wir. Manche haben auch irgendwie die auch Hives, also das den Begriff Hive drin oder Grunts oder sowas. Zum Beispiel ein Teamname, der mir jetzt gerade einfällt, ist Desperate House Hives. Fand ich sehr, sehr, sehr lustig. Und wir haben uns ein Beispiel genommen und dachten, wir nehmen auch so einen Namen. Und ja, da sind wir. Die Rückhandschellen. Und die Rückhandschellen zeigen euch jetzt mal, was sie so auf Dizelle gemacht haben mit einem Single-Boss. Dieser war Scrappy dieses Mal. Und ich sag euch gleich, die Runde fängt nicht vom Spawn an, weil die ersten 4 Minuten einfach gar nichts passiert ist. Wir haben einfach nur Clues gesammelt und sind halt dann zum Boss gegangen. Und was beim Boss passiert ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Ja, okay. Ich denke mal unten. Halt, rüber. No.
PMV Levering, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ja. Vielleicht sind sie auch so 5 Winfields, die gleichzeitig schießen. Vielleicht. Ja. So nah aneinander. Schon abgesprochen. Jo, ganz ehrlich, ich mach das da auf. Also schaut's da mal rein. Ah, ich sehe gar nichts in dem Stall. Einer da. Nice. Mach ich drauf. Einer ist draußen da. No. She dead. Der letzte ist ein Researcher. Der hat bestimmt sein Mate aufgehoben. Blutet. Researcher. Nee, hat er nicht. Okay. Schade. Wer ist neu, Leute? Oben vielleicht auch. Ja, oben. Hab einen. Oder du hast einen. Ich weiß nicht. Oh, das hat mich getroffen? Oh, das ist weit da. Ja. Oh ja. Hit. Schöner Hit. Ja. Geh auf den anderen hier. Mit. Wo ist der? Der ist, glaube ich, hinter dem Felsen von mir. Da hinten. Gut. Das sind beide, oder? Ja. Ja, hier unten. Weiter hinten, unten. Weiter ganz hinten. Gut. Er hat auch Flash-Hit. Nice. Ich true schon. Man of Culture. I like it. GG. Okay, sehr schön. Geil, kann ich auch gleich meine Muni bei dem auffüllen. Richtig nett. Boah, ich auch. Nice. Ehre, Mann. Du hast Vulture lernen? Ja. Alright. Sehr gut. Kannst du. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, ob oben jetzt das Fass oder meine Konstantina-Ding gekillt hat. Ja, ich weiß, frage ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache dead. Yes. Ja, das lässt immer noch ein Team offen. Er wurde halt auch schon ziemlich viel geschossen vorhin. Oben wurde geschossen, der Weeping. Aber keiner von denen kam von Weeping. Naja, die kamen ein bisschen aus der Richtung, die Jungs. Oh, das war ein bisschen zu schnell. Nee, da sind noch People, ziemlich sicher. Irgendwelche Mobs gemacht. So ja, gut, schnell. Die einen haben wahrscheinlich auf den Boss gelandet. Oh, das war safe, die Konstantina. Ah. Ja, ich hab mir Bounty auf den Loot. Oh. Ich hab jetzt, glaube ich, literally ihn gelootet von denen. Ja. Ja, dann lass mich schon. Bleibt eine Sekunde. Ach, nochmal, noch mehr Muni. Oh. Ich weiß, wenn man Muni braucht, sind noch 2 Kisten. Passt. Ich sehe niemanden. Oh ja, doch, doch. 255, ganz weit weg, 255. Hier sind noch 2. Dann würde ich draußen, sagen, draußen kannst du looten, ha? Wir holen uns noch die Kills. Ja, natürlich holen wir uns die Kills.
Mit dir kam was. Den hatte ich noch nicht gelootet. Oh, aber egal. Shit, sorry. Ja, das ist nicht schlimm, ich gehe genug Geld. Und, warte mal, hä, hab ich da den jetzt schon gelootet? Ja, hab ich. Wieso hab ich nur 4 Sekunden? Ich hab grad aus Versehen eine zu viel verschwendet. Du kannst wieder einen. Einer hier ist schon close auf Südwesten. Ja, es sind 2 Stück, Fragezeichen. Oh. Ne, sind drei. Einer ist da hinten. Muss mal aufpassen. 2 sind da hinten. Sind alle 3 da ziemlich in der Nähe. Ja. Ja. Einer ist Nordwesten, einer Südwesten, einer Westen. Da kommt einer von der Richtung, auf Ping. Ist es ein oder 2 tot? Einer ist noch wieder. Sehr schön. Bin richtig low. Ist der letzte? Beim Bogen. Ich flash. Flash verkackt. Schon. Nice. Very nice, Jungs. Lobby clear. Perfekt. Sehr, sehr geil. So, habe ich gelootet. Oh, da hat mir Obrus. Okay. Und einer hier. Sehr, sehr, sehr geil. Der hatte eine Nitro. Nitro-Dolch. Und eine Dolch. Gönn dir. Nein. Mal, ich muss kurz schauen, wo der letzte lag. Hier hinten, oder? Ja. Der kam ja von da. Ja, da. Das Pferd schießt auf mich. Bei Single Bounty und 9 Kills sind. 32. Ah, danke, so. Danke fürs Zuhören. Junge, Leon, du bist echt bei Sinnen. Ja, ja. Rennt in die Falle, hört die ganze Zeit nicht zu. Ich bin fokussiert. Fokussiert ja, aufs Sterben. Hey, ich meine, ja, nee. Ist auch dein Name. Ja, da habe ich sogar Kills gemacht. Auf, vielleicht war es gar nicht so wild, dass wir die ganze Zeit gepasst haben. Dadurch hat er nur mehr Kills bekommen. Vielleicht waren die Duos ein Team, die gegen uns fighten. Ja. Hatten aber russische Namen, also einer zumindest. Mhm. Ja gut, es gibt ja auch Deutsch-Russen. Sehr, sehr nice. Sehr ausgeglichen. Die Teams. So, machen wir hier Screenshot. Eine Screenshot-Foto meine ich. Fall muss da in der unteren rechten Ecke sein, also unter dem Level, ne? Da war es. Ich glaube schon. Unten links, ja. Very nice. Okidoki. Na, das war doch mal was. 9 Kills, Single Bounty, sprich 14 Punkte nur durchs Bounty, 9 Kills, 18 Punkte, zusammen 32 Punkte. Die erste Runde ist drin. Das ist super. Also ich glaube, es war unsere zweite oder dritte Runde, die wir an dem Abend gespielt haben. Ich glaube, die zweite. Die erste Runde war nämlich ja, gut. Deswegen seht ihr die auch nicht, weil die so gut war. Das wollte ich nicht nehmen, weil ich wollte den anderen Leuten noch eine Chance lassen. Ja. Genau. So viel dazu. Ja, 32 Punkte. Bin super zufrieden. Ich will auch gar nicht weiter drum rumreden. Ich leite gleich die zweite Runde ein. Wir sind dieses Mal auf Stillwater Bayou. Und es gibt auch dieses Mal einen Doppelbounty. Was so passiert ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Die Zeit, die du gucken musst, ist viel höher als bei Hand zum Beispiel. Mhm. Aber du kannst alles an einem Tag bekommen. Mhm. Ich brauche mit einem Hund Hilfe. Bitte.
war. So, perfekt. Kleiner Boss gespawnt. Spinne, ich habe eine Sticky dabei. Hoffentlich macht sie auch ihren Job dann. Alright, let's shuffle. Ich hab ein Déjà-vu. Mit dem Nevering. Na, wird auch safe wieder der Boss sein. Nee, Boss ist hier. Ah. Dann würde ich aber dennoch zuerst zu den Spielern gehen, damit wir Kills holen können. Den Boss kann man mal noch holen. Sure. Mann, Jonas Bounty. Aber schon mal gut zu wissen. Ach man, warum müssen jetzt die Hunde sein? Aber so wie der geschossen hat, der hat einen Meathead gekillt, glaube ich. Na? Das ging auf den Meathead. Aufpassen. Oh ja. Scheiße, der hat einen Meathead. Ist das schön? Eine blutet da hinten. Rechts Sparks. Normale Sparks. Nice. Sparks ist weg. Ist das schön? Alter, Leon, was ist denn los? Er hat einen Hit, den kann ich, glaube ich, holen. Eine Deckung hält, genau. Der Grunt muss weg. Wie schön. Sehr schön. Der lebt ja immer noch. Hallo? Oder waren es mehrere? Leon, du bist gemutet. Es waren zwei. Ah, okay. Okay, du hast wieder Wutsche? Müsste es ja aber noch geben, wenn sie nee. Kann. Ja, ich hab Wutsche. Es waren alle. Nee, es waren alle. Oh, okay. Wenn die Sparks down ist, dann waren es alle. Ja. Also hat Leon, der ist gelootet einmal. Wer ist zweimal gelootet? Sehr schön, jetzt kann ich mir auch den Banish gebrauchen. Weiß. Hm. Da war gerade ein Schuss. Oh. In oh. Skappa. Wo sind die Sparks da? Ja. Das ist jetzt nicht so geil. Es ging auf dich, oder? Nein, aber das finde ich nicht so geil, dass neue Leute kommen mit fucking Long Ammo. Wir können einfach schnell den Banish holen. Ja. So. Nein, du hast das Bug schon. Nein. Also ja, egal. Es sind jetzt Leute da. Keine Zeit. Was schießen die jetzt? Als ob da jetzt alle Teams oben gespawnt sind. Hä? Da ist gerade ein Schuss in meine Richtung gegangen. Ja, so ein Cashleger. Auf was schießen die? Ich bin so verwirrt. Oder gehört der Sparks, der mich gekillt hat, gar nicht zu denen? Null. Das wäre. Ich weiß nicht. Echt. Ja, okay. Bitte mach Schaden, Alter. Jetzt haben wir hier eine Axt. Nice. Oh, juicy. Ja, lass gleich reinrennen, dann geht's schneller. Die ist aggro, du machst jetzt keinen Damage. Ja, aber mit der Axt. Das macht keinen Damage, stoppen. Es lohnt sich mehr zu erwarten und dann einmal drauf zu schlagen. Bro. Oh, Headshot. Alright, dann gehen wir wieder nach oben, oder? Und schauen mal, was da so los ist. Ich würde denselben Weg wieder zurückgehen. Da war was. Ja. Ja. Da ist was. Down. Oh ja. Weiter rechts auch. Ja, natürlich. Lass die Budget. Hier. Dahinter.
Einer hat einen Hit, glaube ich, der andere. Sehr schön. Ja. Very nice. Ja. Holy fuck, Alter, na, Lukas, wo ist der Puls? 200 circa. Holy shit. Aber worauf haben die geschossen? Vielleicht haben die echt ein Team gekillt. Bro. Den da hinten habt ihr gekillt. Nee, das ist noch wer anders. Nee. Ach, das ist vielleicht einer von denen, die wir vorhin gekillt haben. Das ist Barks Dude. Ja. Ah. Okay, also ich hab den gelootet, genau, den kannst du looten lernen. Liegt hier noch einer? So, okay. Hier liegt noch einer. Ja, und hier auch. Bei Ihnen. Ne Bornheim, zum Glück. Sonst hat er mir noch am Ende Damage gemacht. Bei okay. Dem hast du schon. Ja, ja, gut. Wir haben, ich hab alle. So, ich hab ne Sticky. Mal die auch gleich rausballern. Bei wie viel ist der ja, Finish? Ja, genau, gehen wir. Bei 70 jetzt gehen wir. Guck mal vor, das Bounty und gehen dann zum Scrap, würde ich sagen. Ich würde schon mal vorgehen, ihr könnt währenddessen dann das Bounty holen. Okay, aber ich bin ja, ne, wir wissen nicht sicher, ob noch ein Team da ist oder nicht. Ich hoffe es, aber irgendwie hoffe ich es auch nicht, so beides. So. Und das war vielleicht 50er. Very nice, very nice. I like it. Ja, ich denke, meiner sollte auch Level 50 sein. Oh, ach, das ist der Tollwert. Das ist der Tollwert, merke ich gerade. So. Die zweite Runde lief auf jeden Fall auch nice. Also ich bin auf jeden Fall auch mit der sehr zufrieden. Etwas traurig darüber, dass wir nur 6 Kills kriegen konnten, aber naja, ich denke mal, die Petier, also das Team von der Petier, hat schon das andere Team aufgeräumt. Wir sind wohl alle im oberen Eck gespawnt quasi, also beziehungsweise im Osten. Ein Team wahrscheinlich bei Podrika, eins bei Scapa, eins bei Chapel und wir eben zwischen Catfish und Stillwater. Ja, immer schön, wenn man so spawnt, vor allem in der Turniersituation ist es sogar eigentlich ziemlich praktisch, wenn die Gegner sich halt sich nicht gegenseitig töten. Ist in dem Fall leider teilweise passiert, dennoch haben wir 6 Kills. Ich bin damit immer noch super zufrieden, weil wir ein Doppelbounty hatten, sprich es waren auch 32 Punkte. Bisher jetzt 64 Punkte, ist super. Ist auf jeden Fall, also im letzten Turnier hatten wir 98 Punkte. Mit 4 Runden. Jetzt sind wir schon bei der zweiten Runde und haben jetzt schon 64 Punkte. Wenn wir nochmal so eine Runde haben, haben wir quasi schon unser letztes Turnier schon wieder eingeholt. So, also es läuft auf jeden Fall schon mal viel besser als letztes Mal. Und hoffen wir mal, dass es auch weiterhin so gut laufen wird. Das werdet ihr allerdings nicht mehr heute sehen in diesem Video, sondern das gibt es morgen zu sehen. Allerdings auch nur eine Runde. Es war in diesem Video jetzt eine Ausnahme, dass es 2 Runden sind, weil die erste Runde einfach super, super kurz war. Die ganze Runde ging nicht mal 15 Minuten und ich glaube, ich habe 5-6 Minuten weggeschnitten, weil da einfach nichts passiert ist. Also, ich glaube, in der zweiten Runde, ja genau, in der zweiten Runde ist ja auch nichts mehr passiert nach den 6 Kills. Also, ich habe halt sehr viel weggeschnitten, deswegen dachte ich mir, ich mache einfach gleich 2 Runden in einem Video, dann sind die Videos nicht so kurz. Ich möchte schon so gerne bei 20 Minuten ungefähr halten. Und deswegen hoffe ich, dass ihr morgen auch wieder einschalten werdet. Oder falls die Videos schon online sind, dass ihr euch auch das nächste Video reinzieht. Vergesst nicht, einen Kommentar und Like da zu lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.